Herzlich willkommen zu einer Folge Karte von Thüringen auf dem Marsch. Wir haben jetzt Feldmoor 44 fertig. Wir werden jetzt natürlich die Traktoren nochmal zurückfahren zum Hof. Machen wir einen Autodrive, hoffen wir, das klappt. Und alten Kurs löschen. Dann gehen wir Richtung Hof. Danke an Holger. Wir aktivieren erstmal einklappen. Den Hof. So. Da fährt er wohl schon mal. Das macht er alleine. Wir werden an dessen mal unserem LKW gehen und dann sprechen unser Holz Richtung Sägewerk fahren. Dann können wir mit der Geschwindigkeit ein bisschen höher gehen. Auf 15, damit wir heute im Prinzip einen Tag rumkriegen. In Anführungszeichen. Wir wollen ein bisschen was zeitlich was schaffen. Das heißt, ich möchte sehen, wie unser Mais wächst, aber 3 Grad Bodentemperatur, das sah schon mal besser aus. Aber das macht nichts. Ich habe schon noch eingestellt, sobald das temperaturmäßig geht, immer aussehen neu. Ist nicht mal tragisch, aber gut. Hier wollen wir aufpassen, ob wir nicht entsprechend unseren gucken wir gleich, ob ein paar Paletten da sind. Ja, wir sind ziemlich voll, das ist nicht gut. Risiko ist sehr groß, Unfall, ne? Also ich habe da noch keinen eingestellt, wegen keinen angepasst zum Kurs. Aber ich sag mal so, ein bisschen können wir auch noch fahren, ne? Der Fahrer ist angekommen. Naja, immerhin was, ne? Also, wir haben noch Holz da. Ah, da ist ja schon eine zweite. So, Abraham. Hier, das ist unser Lagerholz. Einer mehr geworden. Solange hier was liegt, wieder arbeiten. So, gehen wir ganz kurz zur Anzeige. Was die sagt, ob wir schon genug Paletten haben. Dann werden wir unser Nährpalette, 17.000. Kann er beides machen, ne? Aber bekannt vor die Musik. Das haben alle Holzer hier gehabt. Und noch einer drauf. So, Ablan, Junge, Ablan.
Da bin ich umgesprungen. Muss ich gucken. Epsilon. B. Hat der einen Bug oder was? Nicht gut. Start. Epsilon. Ja gut, wir holen das mal unseren anderen Ladegerät und verkaufen mal ein paar Paletten. Ja, aber ein bisschen eng, ne? Wenn wir gleich unsere Schweine Wasser geben und Futter. Und kühlen das auch. Aber das können wir auch im Dunkeln gut machen, ne? Ah, da haben wir einen Jaten. Ah, das passt. Hack kannst du wohl verkaufen. Also, na, verarbeiten wir mal lieber. Was haben wir da an Geld, an Kreditmöglichkeiten? Wir haben noch ein bisschen was. Wollte auch lieber Land kaufen. Wenn auf der 16 Mission wäre, kalken, würde ich es tun, aber ist nicht. Frage ist dabei, was da überhaupt hinkommt, ne? 1, 2 und 3 muss gedüngt werden, 13 auch. Frage ist nur, wann das geht. Haben sie auch. Tja. Wir leihen ein bisschen Geld. Schauen wir, ob wir eine Produktion kriegen. Pellets. Paletten haben wir ja schon mal. So, Position. Kügel. So, Fettmotz. Muss halt da vorne sein. Da war schon zu weit, bestimmt. So, das habe ich gesehen. Muss ich gerade. Ach, da Fettmods. Jetzt. Funktion. Ballen haben wir noch keine. Brauerei brauchen wir noch nicht. Düngerfeld auch nicht. Diesel auch nicht. Komposter brauchen wir auch nicht. Malzfabrik brauchen wir auch nicht. Mischfutter, Mehl. Ja, Mühle bitte. Ja, Mehl. Palettfabrik. Das ist typisch. Brauchen wir mehr Geld. So. Ach, da ist eine Lohnzahlung. Oder das hat mit Null vielleicht mit Augreif gemeint? Ach, wer weiß. Ja, egal. Also. Sägewerk haben wir, Rübenschlüssel, Erdhaufen. Soweit, Kalkwerk.
Ah, in die andere Richtung. Bin mit der Maus außerhalb, wunderbar nicht. Da muss ich jetzt aufpassen, richtig. Ja, genau, richtig. Dass ich richtig platziere. Da kann man reinfahren. Da gehen wir und da auch. Mal eher da oben stellen. Dann drehen wir die Sache komplett. Da ist auch eine Einfahrt, da müssen wir den Platz lassen. Dann drehen wir uns ein bisschen. Ungefähr die Flucht nehmen. Da lassen wir ein bisschen Platz, dass wir da noch entsprechend rumfahren können. Auch mit LKW. Hier ein bisschen mehr als zu wenig. Haben wir es. Dann fahren wir da gleich mal hin zum Säge, zum Bereich, das haben wir noch ein Silo. Dann macht es nämlich gerade Sinn, dass wir gerade hier mit dem LKW hergefahren sind. Sonst wird das auch Blödsinn. Da haben die ein paar Bäume doch noch was gebracht am Acker, ne? Bei der Wiese. Das können wir noch zu Geld machen. Es wäre zwar besser zum Verkaufen im Winter normalerweise, halt da die Preise eigentlich steigen. Aber zurzeit brauchen wir jeden Pfennig und für seinen Cent. Er hat böse, aber gut, was soll's. Schön machen wir nachher, wenn wir ein bisschen Geld haben. Beziehungsweise Zeit. Das ist von Outreif zu lohnen. Dann machen wir gleich ab und dann geht gleich rüber und dann werden wir den nächsten LKW holen und dann gleich Paletten herbringen. So, erst haben wir gleich. Genau. Paletten brauchen wir noch. So, okay, abladen. Wir müssen ihn noch ansprechen und entlassen, unseren Outreif-Fahrer. Platz machen, der zweite steht nämlich da und bekommt Lohn. Das geht nicht. Und gleich hinfahren.
Leer fahren sich am besten. So, die Stellung hier hinten, wo er geparkt ist. Boah. So. Wir werden gleich unseren roten LKW nehmen, aber erstmal wollen wir die anderen beiden freistellen. Heftig. Ein Knoten im Burschen, ein Knoten. Gut. Nehmen wir den anderen. Fahren wir den anderen weg, der Druck geht leichter. So, kurz überlegen. Tiere, das war aber Geldmenü. Ja. Sauberkeit. Das geht zwar noch, aber. Achso, wir wollten ja ein Dingschen fahren. Paletten. Ja, unsere Silage, die muss ein bisschen gehen. Garantiert noch einen ganzen Tag noch, plus diesen Tag. Bei 48, bei 6 Tage Rhythmus, da muss man praktisch 2 Tage warten. Das heißt, die BGA bringt dann später Geld. Ein paar wollte ich einlagern. So. Jetzt lagern meine Paletten aus. Ein Teil lagern wir gleich drüben ein. Und den anderen Rest dann verkaufen. Ja. Holz. So, da haben wir schon ein paar Paletten. Waren wir fleißig. Pellets fast. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. In der nächsten Folge schauen wir uns an, wo wir nachher unsere Paletten rüberbringen zum Pelletsfabrik. Dann seid mal hüt um den Winkel. Ciao. Dann sieht man sich zur nächsten Folge wieder. Tschüss.